Okay, das mal wieder nicht geklappt hat, was ich wollte. Machen wir alles hier rüber. Also, ich habe mal jetzt die Links vom. Ach, die Links. Die Rust Skins vom 26.01., die es im Shop gibt. Wo ich sagen muss: Okay, kann man machen, muss man nicht. Die Monster Box ist nice, die kann man kaufen. Lohnt sich auf jeden Fall. 1,30 € wird man ohne Probleme, denke ich mal, wieder rauskriegen. Ich habe vor ein paar Wochen, ich habe das einfach mal zum Testen, habe ich damit angefangen, habe 20 € eingezahlt und jetzt bin ich bei 35 € und ein paar zerquetschte. Nur dadurch, dass ich Rust-Skins gekauft und verkauft habe. Alles andere, was es zurzeit gibt, lohnt sich meines Erachtens nicht. Kommt drauf an, wie oft da gekauft wird und dann am Ende im Shop landet. Also ich würde zurzeit nur die Box kaufen. Die Tür 2,65 €, 2,20 € kostet der Furnace. Lohnt sich nicht. Muss man schon wirklich Glück haben. Ja. Also das sind erstmal auf jeden Fall die Skins, die es diese Woche gibt, wo sich meines Erachtens, wie gesagt, tausendmal gesagt, nur das lohnt. Pants und Hoodies gehen nie. Da macht man ein paar Cent dran, wenn überhaupt. Manchmal rutschen die sogar unter den Kaufpreis. Ich werde euch übernächste Woche werde ich hier nochmal ein Video drin. Mal gucken, was wir an so einer Box verdient haben. Ich habe erstmal zwei mitgenommen, um zu sehen, wie das ist. Wenn man das größer aufziehen würde, könnte man richtig Euros machen, ne? Aber es ist ja auch nicht Sinn der Sache eigentlich. Gut, hier.